So, guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Ich heiße euch recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und heute bin ich jetzt wieder auf einer kleinen Tour unterwegs. Und zwar bin ich jetzt oberhalb auf der Schwäbischen Alb. Und zwar genau gegenüber von der Burg Lichtenstein. Unter mir liegt die Stadt Honau. Und ich bin aber jetzt hochgefahren auf die Schwäbische Alb und mache jetzt hier so einen kleinen Rundwanderweg über verschiedene Aussichtsfelsen. Wie kann es anders sein? Dann komme ich an einer Burgruine vorbei und nachher haben wir einen herrlichen Blick rüber auf das Schloss Lichtenstein. Aber da sage ich dann nachher noch mehr dazu. Und ja, also wie gesagt, hier oben auf der Schwäbischen Alb, wolkenlos, kein Nebel. Unten im Tal hat es Nebel. Und ja, ich würde sagen, ich bin bereit, wir können losgehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Kommt einfach mit, ich zeige euch, was es hier zu sehen gibt. Und ich denke, es wird interessant. Also würde ich sagen, wir starten und seid gespannt. Also, auf geht's. So, ich zeige euch nochmal hier geschwind die Umgebung, wie das jetzt hier so aussieht. Also wie gesagt, ich bin jetzt hoch auf die Schwäbische Alb gefahren. Eigentlich wollte ich ja hochlaufen, aber es hat noch ziemlich Nebel unten im Tal. Und dann wollte ich jetzt nicht durch den Wald durchlaufen bei dem Nebel. Wegen dem habe ich gedacht, okay, ich fahre hoch und laufe dann hier oben diesen Rundweg. Also wie gesagt, es kommen schöne Aussichtsfelsen. Es kommt eine Burgruine. Und ja, ich denke, das wird bestimmt eine schöne Runde. Hier im Vordergrund sieht man das Schloss Lichtenstein. Aber da sage ich dann später noch mehr dazu. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen los. Und bis später, ich melde mich dann. So, also wie gesagt, jetzt kommt dann gleich das erste Highlight. Und zwar die Ruine Greifenstein. Und ich musste jetzt hier ein Stückchen durch den Wald laufen. Das zeige ich euch mal geschwind, wie das hier so aussieht. Gut, also wie gesagt, jetzt sind es ungefähr noch 500 Meter. Und dann bin ich bei der Ruine Greifenstein. Und bin mal gespannt, ja. Wie gesagt, ich war jetzt selber noch nicht hier. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie die aussieht, ob das eine richtige Ruine oder nur eine halbe Ruine oder keine Ahnung. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ja, lasst euch überraschen. Jetzt sind es noch gute 400 Meter. Ich schalte euch dann gleich dazu, sobald ich da bin. Ja, wie gesagt, hier gibt es nicht allzu viel zu sehen. Hier stehen nur die Mauern von der Burgruine. Aber man hat halt eine wunderschöne Aussicht. Ne? Und ja, aber doch, mit der Sonne. Ne? Sieht schön aus hier. Ja, doch, dahinter geht jetzt dann die Sonne auf. Die kommt jetzt dann hier rüber. Ja, doch, sieht echt schön aus hier. Ja? Okay, gut, dann schauen wir mal.
So, jetzt bin ich hier ein Stückchen an so einem Felsvorsprung. Ich will bloß nicht zu weit vor, weil da geht es ziemlich runter hier. Aber das wollte ich euch nochmal schön zeigen. Mit den Felsen hier. Ja. Okay. Gut, das war dann die Ruine Reusenstein. Und ich würde sagen, ich gehe weiter und mal schaue, was noch alles so kommt. Also seid gespannt. Und dann geht's weiter. So, jetzt bin ich an dem nächsten Highlight. Und zwar bin ich auf dem sogenannten Eckfelsen auf 748 Meter. Ja. Und hier gegenüber sieht man die Unterhose, nennt man sie. Weil das aussieht wie eine Unterhose. Diese Tour wollte ich eventuell heute machen. Aber dann habe ich gedacht, nö, ich schaue mal hier, wie es hier aussieht. Und ja, ich denke, hier werden jetzt so einige Highlights kommen. Hier drüben sieht man nochmal einen Felsen. Ne? Und ja. Und dann hier schön mit dem Nebel im Tal unten. Natürlich auch wunderbar. Ja? Und hier gegenüber sieht man nochmal Schloss Liechtenstein. Ja? Okay, gut, dann gehen wir weiter. So, jetzt bin ich am nächsten Aussichtspunkt angekommen. Und ja. Vielleicht muss ich mal schön der Hanne zeigen, wie jetzt der Hanne der Nebel reinzieht. Ja. Ich glaube, das da unten, das ist Unterhausen. Und dann kommt, glaube ich, Honau. Und hier drüben ist das Schloss Liechtenstein. Aber ich glaube, ich komme da noch ein bisschen näher ran nachher. Ich will jetzt bloß der Hanne mal die Felsen mitnehmen, wo man so sieht hier. Ich muss bloß aufpassen. Der Hanne ist ziemlich rutschig. Ich will nicht zu weit raus. Ne? Aber ein bisschen will ich euch zeigen von den Felsen hier. Das sieht jetzt natürlich richtig gut aus. Wie der Hanne der Nebel reinzieht. Ja. Das sieht natürlich klasse aus. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. So, jetzt kommen hier auch nochmal so schöne Felsen. Wollte ich euch auch nochmal schön zeigen. Ich gehe aber nicht zu weit vor. Da geht es ziemlich weit runter. Aber die sind jetzt alle so schön in der Sonne drin. Ja. Und der Hanne geht es runter. Ja. Gut. Ja. Jetzt kommt langsam die Sonne raus. Ja. Da sind auch nochmal Felsen. Naja, da muss man ein bisschen aufpassen. Dahinter der Nebel. Ja. Gut, gehen wir weiter. So, jetzt bin ich am nächsten Aussichtsfelsen und zwar ist das der kleine Greifenstein,
737 Meter hoch. Und das zeige ich euch jetzt geschwind hier, wie das hier aussieht. Ne? Hier kommt jetzt natürlich keine Sonne mehr. Ne? So sieht es hier aus. Ne? Hier unten ist Honau. Dann geht hier die Honauer Steige hoch. Irgendwo hier gegenüber ist das Schloss Liechtenstein. Das sieht man nachher wahrscheinlich noch besser. Und jetzt sieht man, wie der Hanneschäder Nebel in das Tal reinzieht. Und hier oben ist jetzt die Sonne. Also wunderbar. Ja? Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen weiter. So, jetzt kommen hier wieder so einzelne Felsformationen, weil ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Schloss Liechtenstein, aber ich gehe nicht rüber, weil da müsste ich runter und auf der anderen Seite wieder hoch, sondern ich will nur rüber auf den Aussichtspunkt, wo man über sieht auf das Schloss, weil das jetzt so richtig in der Sonne drinnen liegt. Und das will ich mir natürlich einmal angucken, wie das so aussieht. Wegen dem laufe ich da jetzt einmal rüber auf den Felsen. Sobald was Interessantes kommt, werde ich euch natürlich dazu schalten. Ich hoffe, ihr bleibt dran und seid gespannt, wie es da nachher aussieht und was man da für eine Aussicht hat. Also gut, dann bis gleich. So, ich muss euch schon was erzählen. Und zwar bin ich doch, ich verlinke das aber, ich habe doch damals die ferngesteuerte Wanderung gemacht von meinem Bruder, von den Black Forest Buddies und vom Olli. Da erzähle ich nachher noch was dazu. Und zwar bin ich da die Liechtenstein-Tour gelaufen und ziemlich am Schluss ging es noch irgendwo auf einen Aussichtsfelsen. Aber ich hatte irgendwie die Tour nämlich so richtig im Kopf. Und dann ist mir eine Frau begegnet mit einem Hund. Und die hat dann gesagt, ich soll auf diesen Wackerstein. Das ist eine richtig schöne Aussichtsfläche. Und das habe ich dann auch gemacht. Die Tour verlinke ich nachher oben. Aber jetzt bin ich hier gelaufen. Und hier kommt jetzt auch nochmal eine wunderschöne Felsenlandschaftstour. Und die Frau, wo ich jetzt getroffen habe, war genau die Frau, wo ich damals auch getroffen habe. Habe ich auch gedacht, hör, das kann doch nicht sein. Ja, ist die mir jetzt hier entgegengekommen? Und da habe ich gesagt, gell, ich kenne sie. Nee, sie weiß nicht. Dann sage ich, doch, wir sind uns damals begegnet. Ich habe ihnen nach dem Weg gefragt. Dann sagt sie, ja, okay, jetzt weiß es wieder. Also unwahrscheinlich, ja. Und wie gesagt, also ich soll jetzt hier diese Runde noch machen bis zu dem Aussichtsfelsen rüber zum Schloss Liechtenstein. Und dann kann man wohl untenrum entlang an den Felsen laufen. Das muss wunderschön sein. Und das mache ich jetzt. Das wollte ich bloß jetzt schön sagen. Also Jungs, bleibe dran. Ich denke, das werdet jetzt super Aufnahme. Also, sobald ich da bin, melde ich mich und schalte euch gleich dazu. Bis später.
So, okay. Da kommt jetzt der nächste Aussichtsfelser. Und zwar ist das der sogenannte Röthelstein, 769 Meter hoch. Und das zeige ich euch natürlich auch noch. Ist ja klar. Gehen wir da mal runter. Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Okay. Da Hannes sieht man wieder ganz schön der Nebel, wie der hier reinzieht. Ja. So, jetzt. Okay. So, oha, schaut euch das an. Oh, wunderschön. Da unten ist jetzt die Lichtensteiner Steige oder Honauer Steige. Genau hier gegenüber ist das Schloss Lichtenstein. Und jetzt kommt hier der Nebel rein. Da, herrlich. Das ist doch schön. Wunderbar. Ich hoffe, man kann es richtig gut erkennen. Ich fahre extra langsam mit der Kamera, dass man auch was erkennt. Hier drüben nochmal Schloss Lichtenstein. Ja. Und hier kommen jetzt mehrere solche Felsen. Wunderschön hier, wunderschön. Ja. Wie jetzt der Hanne der Nebel hochzieht. Aber ich glaube, ich mache mich auf den Weg, dass ich noch ein bisschen was sehe. Ja. Und ich würde sagen, ich gehe weiter. Natürlich muss ich auch noch irgendwo Pause machen. Aber bevor jetzt der Hanne der Nebel voll und hoch kommt, gucke ich, dass ich da Hanne die andere Felse noch bekomme und dann mache ich irgendwo eine Pause. Also, wie gesagt, ich glaube, das Highlight kommt noch, wenn ich an den Felsen irgendwo unterhalb vorbeilaufen kann. Aber ich schalte euch dazu, sobald ich da bin. So, und der nächste Aussichtsfelser. Das ist natürlich einer spektakulärer wie der andere. Ui, ui, ui. Da geht es aber schön nah. Ei, ei, ei. Okay. Da bleibe ich lieber da hin. Boah, ist natürlich auch sagenhaft hier. Schön. Ja. Wunderbar. Vorher war ich da drüben. Jetzt bin ich hier. Da drüben sieht man schön Schloss Lichtenstein. Ja. Wunderbar. So, jetzt. Hallo, grüßt euch. Und zwar habe ich jetzt hier oben richtig schön in der Sonne meine Mittagspause gemacht. Und wie gesagt, hier gegenüber von mir sieht man das Schloss Lichtenstein. Jetzt kommt auch schon der Nebel hoch. Da drüben ist das Schloss Lichtenstein. Und da habe ich ja meine Challenge gemacht, die ferngesteuerte Wanderung, wo mich die Black Buddies Forest nominiert haben.
Und damals habe ich ja gesagt, wo ich da oben war, dass ich hier gegenüber bei den Felsen auch mal laufen will. Und da bin ich jetzt. Und ja, also ich bin jetzt hier oben an den Felsen. Jetzt laufe ich runter und laufe unter an den Felsen noch entlang. Und dann geht es wieder Richtung Auto. Das wollte ich euch bloß noch mal schön sagen, dass jetzt das hier diese Felsen sind, wo ich damals von gegenüber gesehen habe. Aber die Tour verlinke ich noch mal oben rein. Da könnt ihr dann die Tour auch anschauen von dem Schloss Liechtenstein. Das war auch wunderschön. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich gehe weiter und schau mal, wo ich da runterkomme zu den Felsen. Also, dann seid gespannt und bleibt noch dran. Bis gleich. So, jetzt muss ich das aber auch noch mal schnell hier mitnehmen. Wie ihr ja vorher gesehen habt, ist jetzt der Hanne der Nebel unten am Tal gewesen. Jetzt kommt aber der Hanne der Nebel so langsam hier hoch. Und das sieht schon obache gut aus, der Hanne. Ich probiere mal, ob man das so ein bisschen sieht. Ich schwenke mal rüber. Wie jetzt der Hanne. Wie gesagt, ich bin auf 749 Meter. Und ja, wie man das jetzt der Hanne schon sieht. Ich hoffe, man sieht es mit der Kamera, wie jetzt der Hanne der Nebel hochzieht. Ne? Und über dem Nebel, quasi über mir, sieht man die Sonne. Da ist richtig blauer Himmel. Ah, das sieht schon richtig gut jetzt aus, der Hanne. Ich lasse jetzt einmal ein bisschen die Kamera laufen, dass man das so sieht, wie der Hanne jetzt die Nebelschwarte hochzieht und der Hanne durch den Wald durch. Ah, das sieht natürlich schon herrlich aus. Und dann die Sonnenstrahlen zwischen den Bäumen. Einfach wunderschön. Ne? Okay, jetzt gucke ich einmal, wo der Weg da runter geht zu den Felsen. Weil ich habe mir sagen lassen, dass man unterhalb von den Felsen auch entlang laufen kann. Und da schaue ich jetzt mal. So, also wie besprochen, bin ich jetzt unterhalb von den Felsen, wo ich vorher oben war. Da gibt es nämlich einen sogenannten Felsenweg. Und dieser Felsenweg gehe ich jetzt. Der ist nicht lang. Aber ich bin da jetzt quasi unterhalb von den Felsen, wo ich vorher oben stand. Und nachher komme ich wieder oben auf dem Weg raus. Ja? Und das wollte ich jetzt euch bloß noch mal kurz zeigen hier. Ja? Bevor der Hanne der Nebel hochkommt. Im Moment geht es aber wieder. Ja? Und ich lasse jetzt einfach einmal die Kamera mitlaufen. Ich denke, das wird jetzt nicht allzu lang gehen, dieser Weg. Ja. Aber der soll richtig gut sein. Schauen wir einfach mal, wie der aussieht. Okay, kommen die nächste Felsen. Boah. Okay, wunderschön. Ja gut, da muss ich natürlich hoch. Ja. Und wo? Auch gute Frage. Wo kommt man da am besten hoch? Das sieht ja richtig gut aus. Ah, das sind auch Kletterfelsen. Okay. Ja gut. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Da muss ich natürlich hoch. Das muss ich mir angucken. Na, gehen wir da einfach mal hoch. Und gucken, wie das da aussieht. Ne? Darf ich heute auch noch am Sonntag kraxeln. Okay. So. Jetzt. Boah. Okay. Ui. Ja. Nicht schlecht. Kann man sogar schön drin schlafen. Ja. Jetzt auch noch mal einen Eingang. Ja.
über mir da hinten geht der Felsen auf. Wunderbar. Schön. Ja, da sieht man auch, da sind Hage drin und Seile. Ja, das wird ein Kletterfelsen sein. Gut, schauen wir weiter. So, dann geht's weiter. Kommen jetzt überall so wunderbare Felsen hier. Boah, das ist ja Wahnsinn. Ich hoffe, man kann es erkennen. Boah, da muss man fast senkrecht nach oben gucken. Ich probiere es einmal. Wahnsinn. So, machen wir mal weiter. Ja, mal sehen, ob man was sieht. Wow, okay. Das ist natürlich schon riesen Dinger. Ja. Hier auch nochmal schön. So, hier jetzt auch nochmal schön. So an der Felsen entlang. Ja. Die sind jetzt nicht ganz so hoch. Ich schwenke mal zurück, dass man das so ein bisschen sieht. Ja. Aber richtig schön hier. Wunderbar. Ja. Das hat sich doch echt gelohnt, dass ich hier um den Berg rumgelaufen bin. Ne? Der ist ja richtig schön. Okay, jetzt werden sie kleiner. Ich denke mal, jetzt komme ich wahrscheinlich vorne wieder an der Kreuzung raus, wo ich vorher war. Jawohl, genau. Da bin ich jetzt. Gut. Also, jetzt bin ich da wieder an der Kreuzung, wo ich vorher war, genau. Und ja, jetzt geht es wieder Richtung Auto und dann melde ich mich noch mal kurz. Ne? Also, dann bis später. So, hallo. Ja, was soll ich sagen? Meine Tour ist wieder zu Ende.
Ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Ich fand sie super mit den Felsen, mit dem Nebel. Ich werde einzelne Namen von den Aussichtsfelsen werde ich in meine Beschreibung reinschreiben. Auch die Tour, was ich damals gemacht habe, Schloss Liechtenstein, werde ich auch reinschreiben. Und ja, ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Würde mich freuen über einen Kommentar, Daumen hoch oder neue Abonnenten. Was ich natürlich auch noch dazu sagen will, danke, danke, danke an alle meine Abonnenten. Ich habe meine 500 erreicht. Ich hoffe, es werdet mehr. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, jetzt geht's nach Hause, Kaffee trinken und dann noch ein bisschen Ausruhe. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Geht raus zum Wandern, solange das Wetter jetzt noch gut ist. Ja, ich weiß, bei schlechtem Wetter kann man auch raus. Aber ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Vielleicht bis zur nächsten Woche, wenn das Wetter mitmacht. Ich wünsche euch was. Eure Schönbuchgams. Ciao, ciao. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. Also. Tschüss. Also, ich gehe jetzt. Okay. Ciao. Tschüss. Ciao.